Herzlich willkommen im Aquazentrum. Heute zeige ich euch interessante Möglichkeiten, wie unsere Kunden ihren Wasserionisierer installiert haben. Dieser Kunde aus Italien hat für seinen AquaVolta Basic Ionisierer eine kleine Holzkonstruktion über dem Waschbecken gebaut. Das saure Wasser kommt hier unten aus dem Schlauch und fließt direkt ins Becken. Leider kann man nicht sehen, wo das Eingangswasser angeschlossen ist. Meiner Vermutung nach ist dort in der Wand noch ein Wasseranschluss. Hier finde ich bemerkenswert, dass der Kunde statt in seine Küchenmöbel lieber in sich investiert. Der AquaVolta ECA-Traktor ist eines der besten, aber auch teuersten Geräte in unserem Sortiment. Hier ist ein Kangen Levelook SD501 Platinum. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der Zapfschlauch wurde hier mit einem Wasserhahn verbunden. Sehr kreativ. Jetzt kommt noch ein 3 Minuten 21 langes Kundenvideo aus Österreich. Der Ionisierer ist ein Dion Blue und man sieht, wie schlecht zugänglich der Wasseranschluss manchmal sein kann. Hier sehen wir, wie ist er angebracht bzw. wie ist die Montage. Wir haben den Anschluss unter Tisch gemacht. Es sieht dann so aus. Wir haben hier mit einem T-Ventil das unter Tisch installiert. Und da haben jetzt diesen Wasserionisierer bereits seit 9 Monaten. Wir sind nach wie vor sehr zufrieden damit. Und die Funktion, man kann hier unterschiedlich normal gefiltertes Wasser trinken bzw. alkalisches Wasser. Wenn wir hier die höchste Stufe nehmen, dann haben wir einen pH-Wert von ungefähr 9,5, 9,7. Es gibt hier auch die Möglichkeit, die Säure gerade einzustellen. 1 bzw. 2. Wir verwenden auch das gefilterte Wasser in unserer großen Wasserkanne, wo wir das dann auch verfügbar haben für Tee, Kaffee und auch zum Kochen. Und wenn wir unterwegs sind, verwenden wir zumeist unsere Plastikflasche, die ist leichter zu transportieren. Sehr angenehm auch vom Gewicht. Das Abwasser leiten wir hier direkt in die Spüle hinein über diesen grünen Schlauch, sodass es auch deutlich gekennzeichnet ist. Wir sind auf den Wasserionisierer gekommen, dadurch, dass wir ein Interview gesehen haben auf Bewusst.tv, wo Herr Akgün Gespräch mit Joe Konrad darüber berichtet hat. Das war sehr interessant und haben dann im Internet weiter Recherche gemacht. Und dort gibt es viele Videos von Herrn Karl-Heinz Asenbaum bzw. auch interessante Informationen vom Dr. Irlacher. Und sind so zum Entschluss gekommen, diesen Wasserionisierer zu kaufen, haben das Gerät mittlerweile seit 9 Monaten und sind nach wie vor sehr damit zufrieden. Das Wasser schmeckt sehr gut, sehr frisch. Danke fürs Zuschauen. Für mehr kreative Möglichkeiten unserer Kunden gibt es weitere Videos auf unserem Kanal.